Unser Jesus Christus spricht, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und im Namen des gekreuzigten und auferstandenen Herrn feiern wir diesen Gottesdienst. Das ist der zweite Workout-Gottesdienst zum Thema Feuer und Flamme. Wir wollen auf die biblische Botschaft hören. Wir, das sind Menschen aus verschiedenen Städten, mit verschiedenen Aufgaben, aber auch mit einem Herz für Kirche und Sport, für diesen Arbeitsbereich. Feuer und Flamme, wir wollen uns bewegen lassen. Wir wollen keine Eisheiligen sein, denn in unseren Gemeinden gibt es viele Eisheilige mit einem harten Kopf, mit einem kalten Herzen, unbeweglich. Wir haben die österliche Botschaft im Rücken. Jesus hat dem Tode die Macht genommen. Und damit hat Gott Bewegung, Farbe in unser Leben gebracht. Diese Botschaft ähnelt einem kleinen roten Ball, der in unser Leben geworfen wurde. Wir müssen ihn fangen. Wir hören Jesu Worte, Feuer und Flamme zu sein. Menschen mit einem warmen Herzen, die den Nächsten im Blick haben. Hände, die tätig sind. Davon wollen wir in diesem Gottesdienst hören und wir wollen uns bewegen. Feuer und Flamme sein. Wir beten. Lieber himmlischer Vater, in deinem Namen feiern wir diesen Gottesdienst. Du willst unser Leben, du willst Bewegung in unser Leben bringen. Dein Geist soll uns zu Zeugen machen, dass wir Feuer und Flamme sind für dein Wort. Und so bitten wir dich immer, wie jeden Tag neu, gib uns deinen guten Geist, dass du uns neue Kraft verleihst, dass wir das Alte neu verstehen und uns in deinem ewigen, väterlichen Lichte sehen. Amen. Wir hören auf Worte aus Psalm 118. Dies ist der Tag, den Gott der Herr macht. Lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. O Herr, hilf, o Herr, lass wohl gelingen. Gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Wir segnen euch vom Haus des Herrn. Der Herr ist Gott, der uns erleuchtet. Schmück das Fest mit Maien bis an die Hörner des Altars. Du bist mein Gott und ich danke dir. Mein Gott, ich will dich preisen. Danke dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Lebensweg. Amen. Wenn Gott den Geist in unser Leben gibt, wenn wir sozusagen den bunten Ball aufgefangen haben, dann will dieser Ball weitergespielt werden. Und wir wollen ihn weitergeben. Nach Nordhorn, nach Köln, nach Frankfurt, nach Gelsenkirchen und Berlin. Er ist ein Zeichen der Begegnung, aber auch ein Zeichen der Gemeinschaft, dass wir Feuer und Flamme sind. Hallo, wir sind Hanna und Ole von der Evangelischen Jugend und Sportjugend. Das ist unser Maskottchen Drago. Wir machen heute ein paar Workouts mit euch. Wir machen 3x6 Workouts, die immer 35 Sekunden lang sind und dazwischen machen wir eine kurze Pause. Viel Spaß!
come alive. We have only one thing to do. Dance until we die. If you wanna run, make you tell me that you wanna stay. Here for the last day of our lives. I wanna spend a lifetime with you by my side. Cause you know how to turn me on. I waited here for you. Oh, komm, du Geist der Wahrheit, und kehre bei uns ein. Verbreite Licht und Klarheit, verbanne Trug und Schein. Gieß aus dein heilig Feuer, zünd Herz und Lippen an, dass jeglicher Getreuer den Herrn bekennen kann. O du, den unser größter Regent uns zugesagt, komm zu uns, werter Tröster, und mach uns unverzagt. Gib uns in dieser schlaffen und glaubensarmen Zeit die scharf geschliffenen Waffen der ersten Christenheit. Es gilt ein Freigeständnis in dieser unserer Zeit, ein offenes Bekenntnis bei allem Widerstreit. Trotz aller Feinde toben, trotz allem Heidentum, zu preisen und zu loben das Evangelium. So, ha, hier bin ich nochmal. Hallo. Auf dem Dach unseres Hauses. Von hier oben kann man das Müngersdorfer Stadion sehen. Und am Wochenende, wenn Köln spielt, können wir die Menschenmassen beobachten, die hier illegal parken und nach dem Spiel begeistert durch unsere Straße ziehen. Also, wenn Köln mal gewonnen hat. Also nicht so oft. Sport begeistert Menschen. Nicht nur in der aktiven Ausübung, auch beim Zuschauen. Das sieht man, wenn man im Stadion ist oder wie ich direkt davor wohnt. Man merkt, das Spiel nimmt die Menschen gefangen, lässt sie ihre trüben Gedanken vergessen. Von hier oben kann man auch die Müngersdorfer Kirche sehen. Am Sonntag im Gottesdienst ist dann nicht so viel Begeisterung. Ist dann eher so wie ein Geistergottesdienst. Ich finde, zumindest zu Pfingsten sollten wir mal zeigen, wie begeistert wir von unserem Glauben sind. Aber das ist natürlich gerade schwer, Begeisterung zu zeigen, mit Maske. Damit wir nicht vergessen, wie Begeisterung aussieht, gehe ich vom Dach unseres Hauses noch eine Etage höher, ins Weltall. Eins meiner Forschungsprojekte beschäftigt sich mit der Auswirkung von Schwerelosigkeit auf die elektrokortikale Aktivität. Und das Besondere ist,
dass wir immer wieder Probanden haben, die das erste Mal Schwerelosigkeit erleben, deren Leben plötzlich Kopf steht, für die das, was bislang war, plötzlich nicht mehr gilt, die von einem Gefühl der Leichtigkeit durchdrungen werden. So ähnlich begeistert müssen die Jünger an Pfingsten gewesen sein.
Feuerlicht und Sternentanz, Feuer deiner Augenglanz, Feuerlicht und Sternentanz, Feuer deiner Augenglanz, Feuer Lebenslust und Mut, Feuer uns wärmt selbst die Glut, Feuer Lebenslust und Mut, Feuer uns wärmt selbst die Glut. Sünden steht für Leidenschaft, für ein Leben voller Zuversicht, Wärme, die wir brauchen in der kalten Welt. Nächte aufzuhellen für sein Licht, Feuer zu entfachen steht für Widerstand. Auszubrechen aus dem alten Trott, neue Wege suchen, neue Wege gehen, neu zu fragen, wohin führt mich Gott? Feuerlicht und Sternentanz, Feuer deiner Augenglanz, Feuerlicht und Sternentanz, Feuer deiner Augenglanz, Feuer, Lebenslust und Mut, Feuer uns wärmt selbst die Glut, Feuer, Lebenslust und Mut, Feuer uns wärmt selbst die Glut. Feuer zu beschützen steht für Lebensglück. Darauf setzen, dass die Liebe bleibt. Und der Glanz in deinen Augen jeden Schmerz und die Angst in mir stets neu vertreibt. Feuerlicht und Sternentanz, Feuer deiner Augenglanz, Feuerlicht und Sternentanz, Feuer deiner Augenglanz, Feuer Lebenslust und Mut, Feuer uns wärmt selbst die Glut, Feuer Lebenslust und Mut, Feuer uns wärmt selbst die Glut. Liebe Gemeinde, seid herzlich willkommen hier in der Kapelle im Berlin-Olympiastadion. Pfingsten. Sie saßen alle beieinander, gemeinsam in einem Raum. Die Jünger. Sie beteten, sie sprachen, sie waren niedergeschlagen. Sie hatten Ostern erlebt, die Auferstehung Jesu Christi. Aber dieses Wunder, diese Kraft von Ostern hat nicht lange vorgehalten. Sie waren betrübt. Ja, sie fühlten sich so wie eine Fußballmannschaft in der Halbzeit, die zurückliegt. Da sitzen alle in einer Kabine, still ist es. Woher kommt jetzt der Spirit? Na, hoffentlich durch eine gute Kabinenpredigt des Trainers. Und damals in Jerusalem, bei den Jüngern, da war es keine Predigt. Da war es Gott selbst, der seinen Heiligen Geist schickte. Und wie kam der? Mit Brausen, mit Wind, mit Luft, mit Frische. Das ist so, wenn man zusammen in einem Raum sitzt und auf einmal die Fenster aufmacht und die Haare werden zerzaust und alles geht durcheinander. Die frische Luft kommt herein. Auf einmal ist im wahrsten Sinne des Wortes alles in Bewegung. Aber damit nicht genug, sondern der Heilige Geist setzt sich in Feuerflammen auf die Köpfe der Jünger.
Man sieht sie förmlich auf den Köpfen sitzen, diese Flammen. Da gibt es keine größeren und kleineren Flammen. Alle werden gleichsam entflammt. Sie sind Feuer und Flamme. Und wer Feuer und Flamme ist, der geht entweder bei unseren Lieblingsvereinen in der Halbzeit aus der Kabine raus und weiß, was er zu tun hat, nämlich das Spiel zu gewinnen. Oder wie damals in Jerusalem, die Jünger gehen raus und erzählen von der Kraft Gottes und wie er wirkmächtig ist in dieser Welt. Und das scheint den Jüngern so gut gelungen zu sein, dass auf einmal alle, die in Jerusalem waren, sie verstanden. Das heißt, egal woher die Menschen kamen, ob sie Kreter waren, ob sie Araber waren, ob sie in Jerusalem geboren waren und wo auch immer, sie wurden verstanden. Sie hörten die Jünger, die alle aus Galiläa kamen, aus der Provinz, und vermutlich nur eine Sprache sprechen konnten, diese hörten sie in ihrer eigenen Sprache. Denn auf einmal wirkte der Geist Gottes in ihnen. Alle waren gleich. Auf einmal brachen alle Grenzen. Es verstanden reiche Leute, es verstanden arme Leute. Es verstanden Frauen und Männer, Kinder und Alte. Das ist so wie, wenn wir als Christen in unseren Stadien predigen. Hier sitzen Fans aus der Ostkurve, hier sitzen Menschen aus dem Präsidium von Hertha BSC, alle gleichsam verbunden in der Hoffnung, dass Gott da ist und sie trägt. Feuer und Flamme zu sein, das heißt, das Pfingstfest ist das Fest der Entflammung unseres Glaubens, unserer Kirche. Und wenn wir merken, dass Ostern, dass uns die Himmelfahrt etwas bedeutet, dann wäre all das nichts, wenn wir nicht wüssten, dass der Heilige Geist gekommen ist, der uns lebendig macht und der uns kräftig macht und der uns immer wieder Mut gibt, hinauszugehen. Zu den Menschen, zu predigen von der Kraft Gottes. Und ist es nicht wunderbar, dass sozusagen diese Geburtsstunde der Kirche dafür da ist, dass Menschen von Gott so kräftig sprechen, dass die Flamme, dass das Licht, dass die Kraft Jesu weitergereicht wird. Wie in so einem Video, das auf einmal Klicks bekommt. Daumen nach oben, manche Daumen nach unten. Aber hoffentlich ganz viele nach oben, die sagen, ja, das ist ein Gottesdienst, das ist eine Predigt von Gott, der mich entflammt, weil ich es satt habe, zu den Lauen, zu den Halben, zu den Schwachen zu gehören, die nicht richtig davon sprechen können, was ihnen selber wichtig ist. Indem, dass man sagt, was einem selbst wichtig ist, von Gott und seinem eigenen Glauben wird man stark. Gott macht einen selbst stark. Und das erleben viele Sportlerinnen und Sportler, auch bei Hertha BSC und sicherlich auch in anderen Vereinen, dass auch wenn man manchmal schwach gewesen ist, durch die Kraft Gottes, durch den eigenen Glauben wieder erhoben wird und kräftig im Leben unterwegs ist. Und so lasst uns dieses Pfingstfest feiern in der Kraft dessen, der für uns da ist. Nämlich der Heilige Geist. Amen. We'll be right back.
Gott berührt unser Herz und macht uns neu durch die Kraft seines Heiligen Geistes. Er ist wie Feuer und Flamme. Er ist wie unser Atem, mit dem wir zu ihm beten dürfen. So lasst uns beten. Lebendiger Gott, lass uns nicht verzagen in dieser Zeit, wo alles durcheinander ist, wo uns Trauer und Ängste niederdrücken, wo der Blick für alles Schöne fehlt, wo die Liebe unter uns ausbleibt. Schenke uns neue Kraft, wenn wir uns einsam fühlen, neue Wege finden müssen, um unsere Existenz fürchten. Mach uns frei von allem, was uns einengt, und entzünde das Feuer deiner Liebe für diese Welt. Mach uns dankbar für jeden Tag, den wir gesund verbringen dürfen. Gib uns Freude an der wunderschönen Natur, an Bewegung und Sport, an dir, Gott. Und verbinde uns über alle Grenzen hinweg durch den Geist der Fairness und Besonnenheit. Erneuere uns als deine Kirchen und Gemeinden, dass wir suchen, was eint, überwinden, was trennt, tun, was wir können. Lass uns Feuer und Flamme sein für dich und dein Wort von Herzen weitersagen und liebevoll bezeugen. Sei schließlich bei denen, die sich mühen für Gesundheit und Wohlergehen, für Recht und Frieden, dass sie sich an dich halten und ihre Entscheidungen von deinem Geist leiten lassen. Komm, Heiliger Geist, kehre bei uns ein. Gieß aus dein heiliges Feuer und rühre unsere Herzen an. Sende uns als deine Kirche zu deinem Lob und deiner Ehre durch Jesus Christus. Amen. Im Glauben sind wir verbunden durch den Heiligen Geist. So lasst uns miteinander beten, wie Jesus es uns ans Herz gelegt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Received upon, be witnesses for me. Received upon. Be witnesses for me, received upon, 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 be witnesses for me. Words to stop sorrow, hope for tomorrow, you'll be witnesses for me, you'll be witnesses for me. Toast in den Sorgen, Hoffnung für morgen, ihr werdet meine Zeugen sein. You'll receive the palm, be witnesses for me, you'll be filled with palm. Be witnesses for me, when the Holy Spirit comes upon you. Ihr empfangt die Kraft, seid Zeugen in der Welt, euch beflügelt Kraft, seid Zeugen in der Welt, wenn Gottes Geist auf euch kommt. Received upon, be witnesses for me, received upon, be witnesses for me, received upon, be witnesses for me, received upon, be witnesses for me. Joy meant for giving, hearts meant for living, you'll be witnesses for me, you'll be witnesses for me. Freude, die ansteckt, Ruf, der vom Tod weckt, ihr werdet meine Zeugen sein. You received a palm, be witnesses for me, you'll be filled with palm.
be witnesses for me when the Holy Spirit comes upon you. Ihr empfangt die Kraft, seid Zeugen in der Welt, euch beflügelt Kraft, seid Zeugen in der Welt, wenn Gottes Geist auf euch kommt. Receive the power, be witnesses for me. 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 Receive the power. So geht hin im Frieden Gottes unter dem Segen des Herrn. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen. Gott hat uns dieses Pfingstfest geschenkt. Mit diesem Gottesdienst aus Giebelsberg, aus Köln, aus Nordhorn, aus den Kapellen in den Stadien von Berlin, Frankfurt und auf Schalke in Gelsenkirchen, Ihnen und euch allen ein frohes und bewegendes Pfingstfest.